Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute sitze ich mal wieder auf einer Bank mit dem nötigen Mindestabstand zum Janis. Hallo Janis. Grüß dich, hallo. Extra aus Dresden hierher gekommen. Ich versuche das mal so einzufangen. Also ihr seht hier alles gesetzeskonform. Janis Hanich aus Dresden gehört zur Initiative Ein Tag Früher. Und bei Ein Tag Früher geht es darum, dass wir möglicherweise die Suche nach einem Impfstoff gegen Corona verkürzen können, indem Freiwillige sich bereitstellen. Diese Initiative ist international, richtig? Gestartet ist die Initiative in den USA und wir haben uns angeschlossen hier in Europa, in deutschsprachigen Europa, wie gesagt Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und wir setzen uns dafür ein, dass der Impfstoff mindestens einen Tag früher, im besten Fall 3 Monate früher verfügbar ist als angekündigt. Wie machen wir das? So einen Impfstoff herzustellen hat verschiedene Phasen. Also es gibt erstmal die vorklinische Phase, die präklinische Phase. Und dann kommt die Phase, in der an Menschen probiert wird. In der ersten Phase wird an relativ wenig Menschen der Impfstoff ausprobiert und in der zweiten Phase an etwas mehr. Das sind so 50 bis 300. Da wird geschaut, ob es Nebenwirkungen gibt, die nicht vorhergesehen waren und ob der Mensch auch Antikörper gegen das Virus entwickelt. Und dann gibt es noch die dritte Phase und die dauert am längsten. Die dauert bestimmt 6 Monate, denn dann werden viele Menschen mit dem Impfstoff behandelt, vielleicht 1000 bis 3000, und die gehen dann in ihr normales Leben zurück. Und dann gibt es dagegen eine Kontrollgruppe und die wird mit einem Placebo infiziert. Dann wird geschaut nach einer gewissen Zeit, dass sich genug Menschen von dieser Placebo-Gruppe infizieren, um das statistisch verwerten zu können. Wir haben aber das Problem, dass wir mit unseren Maßnahmen relativ gut gefahren sind und jetzt nur noch wenig Infizierte in Deutschland haben. Also die Chance, dass man sich im normalen Leben mit dem Virus infizieren kann, ist wirklich sehr gering. Das bedeutet auch, dass es sehr lange dauern könnte, diese wichtige Zahl an Menschen zu erreichen, die sich damit infizieren müssen, um die Wirksamkeit des Impfstoffs nachzuweisen. Unsere Idee, wie wir das beschleunigen können, ist, dass wir eine relativ geringe Anzahl von Menschen, von jungen, gesunden Menschen bekommen, die sich zur Verfügung stellen, die den Impfstoff bekommen und sich danach dem Erreger des Virus freiwillig aussetzen. Du hast gerade gesagt, Freiwillige. Wie viele Freiwillige haben sich denn bis jetzt schon gemeldet? Insgesamt haben wir jetzt weltweit 27.000 Freiwillige ungefähr. Von diesen Freiwilligen kommen natürlich auch bloß eine gewisse Anzahl in Betracht. Wir suchen vor allem Freiwillige von 20 bis 30 Jahren. Wir sind natürlich noch nicht so weit, dass wir diese Freiwillige jetzt ausgewertet haben, wie alt sie sind, welche medizinischen Vorerkrankungen sie haben. Da werden natürlich noch einige wegfallen, aber ich finde, das ist eine großartige Zahl. Okay, also international, weltweit 25.000. Ja. Die meisten sind USA oder Brasilien, ja. Wie viele Freiwillige gibt es in Deutschland bis jetzt? Das ist eine gute Frage. Da müsste ich nochmal durch die Tabellen gehen. Ich würde sagen, wenig Hunderte. Also 100, 200 von 27.000. Eine der ersten Einwände, die kommt, oder der Gefahren, die gesehen wird, ist, bekommen die Leute Geld dafür, dass sie sich infizieren lassen? Das ist praktisch, steckt die Gefahr dahinter, dass sich Menschen, die Geld brauchen, daran beteiligen. Ist das eine Motivation oder könnt ihr das ausschließen? Das ist ein ethischer Einwand, den ich absolut verstehe. Denn wenn man viel Geld zahlt, könnte man die Not einiger Menschen wirklich ausnutzen. Es gibt ein Protokoll von der Weltgesundheitsorganisation, was die Rahmenbedingungen absteckt. Und auch in diesem Protokoll steht, dass man nicht exorbitante Summen zahlen sollte, weil man sich sonst eben angreifbar für solche Anschuldigungen macht, dass man die Menschen ausnutzt. Aber es wird was bezahlt. Wahrscheinlich wird etwas bezahlt, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Es muss ja auch erstmal durch ethische Räte. Wir sind nicht die Ethikexperten. Wir möchten bloß das Thema darauf lenken und dann schauen, unter welchen Bedingungen können wir das machen. Was wichtig ist, dass wir keine Not ausnutzen. Also es wird auf jeden Fall keine horrenden Summen geben. Die Motivation, warum die Leute das machen, wird die in irgendeiner Weise geprüft, gecheckt? Was sind deine bisherigen Erkenntnisse, warum Leute da mitmachen möchten? Also ich kann jetzt schon sagen, dass wir sehr viel Arbeit darin stecken, die Motivation der Menschen zu erfahren, die mitmachen. Das ist bloß bei 27.000 Freiwilligen überall auf der Welt. Einige sprechen Chinesisch, einige Spanisch. Relativ schwierig. Und deswegen sind wir da auch noch ganz am Anfang. Ich kann es bloß für mich selber beantworten und auch bloß für das Team, was hier in Deutschland arbeitet. Nur mit denen habe ich Kontakt. Und was ich da sagen kann, ist, dass wir alle sehen, dass natürlich Wirtschaftszweige wegbrechen, die vorher ganz gesund waren, dass
die Gesellschaft so ein bisschen auseinanderdriftet, dass sich Leute damit einbinden, die keinen Zugang zu leicht beeinflussbaren Menschen haben sollten. Natürlich ist aber die größte Motivation, dass jeder Tag früher tausende Menschenleben rettet. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was uns antreibt. Ich muss noch einmal zurück zu diesem Punkt, weil er, glaube ich, wirklich entscheidend ist. Mit der Bezahlung wäre die nächste Frage, wenn was bezahlt wird, erstens, warum würdest du sagen, dass man überhaupt dafür was bekommen muss? Und zweitens, wer würde das bezahlen? Die Pharmaindustrie? Das ist meine persönliche Meinung. Wenn was bezahlt werden sollte, dann zum Beispiel der Lohnausfall. Also wenn ich jetzt von meinem normalen Job irgendwo hinfahren würde, um mich 2 Wochen in medizinische Behandlung zu geben, quasi in Überwachung, dann sollte mein Lohn weiter bezahlt werden. Das ist meine persönliche Meinung. Die Frage, wer das bezahlt, ist eine gute Frage. Wir haben natürlich verschiedene Hilfsfonds, die ja auch der Europäische Hilfsfonds für die Impfstoffentwicklung. Ich hoffe, dass das Geld aus der Richtung kommt und man sich eben nicht angreifbar macht mit die Pharmaindustrie. Du wärst ja dabei. Genau. Du würdest dich erst impfen lassen und dann bewusst dir Viren in den Rachen werfen lassen. Was für ein Risikobewusstsein hast du selber, dass du dann hinterher erkrankst? Also hast du da Angst dann oder denkst du, kriegst du sowieso nicht? Also kriegst du sowieso nicht, ist, glaube ich, in einem Versuch relativ schwer zu sagen. Natürlich kann es passieren, dass man die Krankheit bekommt. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, wie schlimm die Krankheit ist. Und da bin ich bloß auf die Zahlen angewiesen, die wir intern, aber auch nach außen so haben, dass das Risiko für einen Menschen in meinem Alter, daran zu sterben, 1 zu 3.000 ist. Und das kann ich relativ gut einordnen, wenn ich sage, das Risiko einer Vollnarkose zu sterben ist 1 zu 250.000. Also es ist sehr viel wahrscheinlicher, an Covid-19 zu sterben. Ja. Natürlich, es gibt keine angebrachte Medizin derzeit und die Langzeitfolgen sind auch noch nicht absehbar. Also dessen sind wir uns alle bewusst. Das muss auch wirklich den Freiwilligen wirklich sehr bewusst sein, dass einige Sachen man jetzt noch gar nicht sagen kann, die dann mit einem passieren könnten. Und natürlich kann es passieren, dass der Impfstoff, der an einem selber ausprobiert wird, nicht wirkt. Das gehen wir ein. Du hast ja gerade selbst schon gesagt, die Freiwilligen, die werden infiziert und dann 2 Wochen sozusagen in Quarantäne und in medizinische Behandlung gegeben. Also für andere Leute entsteht keine Gefahr, nur für denjenigen, der sich als Freiwilliger meldet, richtig? Generell arbeiten wir daran, dass so wenig Gefahren für alle wie möglich existieren. Also natürlich kommen die Leute in Isolation und im besten Fall kommen sie auf eine Intensivstation, wo sie im Falle eines Falles sofort beatmet werden könnten oder medizinisches Fachpersonal zur Verfügung steht. Jetzt sind ja verschiedene Pharmaunternehmen natürlich dran, so einen Impfstoff zu entwickeln. Für welchen werdet ihr euch dann einsetzen oder müsst ihr euch dann aufsplitten? Wie sieht es aus? Auch dann haben wir genug Freiwillige, damit wir sagen können, wir arbeiten mit allen gleichzeitig. Und das ist auch sehr wichtig, weil es kann ja passieren, dass von 5 Impfstoffen 4 schief gehen. Und es könnte sein, dass im schlimmsten Fall Millionen von Impfstoffdosen einfach weggeschmissen werden müssten. Ja. Auch das könnten wir mit Human Challenge Trials, wie es wirklich heißt, auch das könnten wir damit umgehen. Ihr könntet natürlich auch Bedingungen stellen dafür, dass ihr euch als Freiwillige zur Verfügung stellt. Ihr könntet sagen, das muss hinterher ein frei nutzbarer, für die ganze Welt frei nutzbarer, kostenloser Impfstoff sein. Gibt es solche Gedanken, dass ihr sagt, ja, wir machen diese Gefährdung unserer eigenen Gesundheit natürlich nur zu bestimmten, vielleicht dann ethisch besonders hervorstechenden Bedingungen? Solche Gedanken gibt es auf jeden Fall, nicht bloß bei den Freiwilligen, sondern auch bei der Organisation selber. Natürlich möchten wir, dass der Impfstoff dann allen zur Verfügung steht und in einem geeigneten Verfahren, also zuerst das medizinische Personal, danach die Risikogruppe, sodass ich persönlich der Letzte wäre, der das bekommen würde. Ja, junger, gesunder Patient. Also nicht deine Familien zuerst oder Germany first? Nee, oder? Auch nicht Germany und auch nicht USA first. Also es ist wirklich, wir möchten, dass das allen zur Verfügung steht. Und dafür werden wir uns auch einsetzen. Und ich glaube gar nicht, dass das an den Freiwilligen hängt, sondern an der Organisation selber, die das von vornherein ausschließen wird. Jetzt hast du ein paar Mal von der Organisation gesprochen. Jetzt würde mich tatsächlich nochmal interessieren, wer ist diese Organisation, wer steckt dahinter? Gibt es da Namen, gibt es da wieder Verbände, oder die dahinter stecken, die man kennt? Die Organisation ist ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Freiwilligen auf der ganzen Welt. Jeder, der mitmachen kann, ist willkommen und kann mitmachen. Ich hätte es noch nicht bemerkt, dass da Organisationen oder Verbände von außen irgendwas beeinflussen würden. Es hat angefangen mit 3, 4 Leuten in den USA, ja, und dann kamen Leute aus verschiedenen Universitäten auf der ganzen Welt dazu.
Es ist, glaube ich, wirklich eine Bewegung. Bewegung ist vielleicht das bessere Wort als Organisation, die aber einen nicht in eine Richtung drängt. Also ich erlebe es auch ganz oft, dass gesagt wird, wenn ihr in Deutschland das so meint, dass das richtig ist, dann macht das. Also es gibt überhaupt keine Zwänge darin. Und deswegen engagiere ich mich da auch gerne, weil ich meine eigenen Überzeugungen auch mit einfließen lassen kann. Was ja vorhin auch schon mal ein bisschen angeklungen ist, ist noch gar nicht sicher, ob ihr das dürft. Also wer entscheidet das, ob ihr das dürft und wie sind die Schritte dahin? Das ist ja schon das Problem, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Rechte gibt. Also in Deutschland müsste es auf jeden Fall durch den Ethikrat. Aber ehe wir dort sind, ist noch viel Arbeit zu leisten. Und das ist genauso wie bei der Impfstoffproduktion ganz viele Schritte, die gerade parallel laufen. Also sowohl die Kontaktaufnahme mit den Pharmaunternehmen, die eben dieses Virus züchten könnten. Zusätzlich die Kontaktaufnahme mit der Politik in vielen unterschiedlichen Ländern. Und noch dazu das Eruieren mit Ethikern, Ethikprofessoren, wie das überhaupt möglich ist und welche Schritte wir gehen müssen. Also es wird wirklich ganz viel gerade parallel gemacht. Wenn wir Anfang 2021 dahin kämen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Medikament und wir wissen, dass das keine Langzeitfolgen hat, dann möchten wir jetzt nicht rumgesessen haben und dann nichts vorbereitet haben, sondern dann möchten wir bereit sein. Im Moment sagen ja die Virologen, wenn wir Glück haben, kriegen wir gar keine zweite Welle. Wenn wir großes Glück haben, besiegen wir diesen Virus sogar, ohne dass es einen Impfstoff gibt. Wärst du denn enttäuscht? Das wäre natürlich das Schönste. Also ohne zweite Welle und generell, wenn wir das Virus ausrotten würden, das wäre ja top. Da müsste ich ja auch dann nichts mehr machen. Also wichtig ist mir, dass es so schnell wie möglich geht und dass wir das gemeinsam besiegen. Wie wir das machen, am Ende kann es auch ein Schnelltest sein, der jetzt erfunden wird. Und dann wird gesagt, okay, wir testen jeden einmal am Tag schnell einfach durch, dann haben wir es ja auch besiegt. Aber ich möchte einfach meinen Beitrag leisten und einen Weg anbieten. Und wenn ein anderer Weg schneller ist, bin ich darum sehr glücklich. Ja, vielen Dank, Janis. Vielen Dank fürs extra Herkommen. Ich hoffe, euch hat dieses Interview inspiriert, Spaß gemacht, gefallen, angeregt, auf einen Tag früher AT, würde ich jetzt mal sicherheitshalber sagen, erstmal nachzuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet, wie kontrovers ihr das auch diskutiert. Abonniert natürlich diesen Kanal, lasst ein Like da und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieter Date.